Leinsee ist eine Liebesgeschichte, ein Künstlerroman und eine Geschichte übers Erwachsenwerden. Und es geht um den Protagonisten Karl, der durch wirklich furchtbare Schicksalsschläge in seiner Entwicklung so zurückgeworfen wird, dass er eigentlich noch mal neu erwachsen werden muss. Und das macht er parallel und teilweise zusammen mit Tanja, mit einem jungen Mädchen. Das heißt, die entwickeln sich so gemeinsam und das ist auch die Geschichte ihrer Freundschaft und Beziehung. Man könnte es sagen, ich bin eine sehr fiese Autorin, weil ich meinen armen Protagonisten in diese schrecklichen Situationen bringe. Also einerseits, dass es eine wichtigste Bezugsperson ausgerechnet ein Kind ist und andererseits diese total komplizierte Familiengeschichte und diese ödipale Situation mit der Mutter, die ihn verwechselt mit seinem eigenen Vater, mit ihrem Mann. Das mit der Elterngeschichte, das habe tatsächlich ich ihm angetan, das nehme ich auf meine Kappe, das ja, tue ich ihm an, damit er sich davon lösen und entwickeln kann. Irgendwas muss ja passieren, ich fand das spannend. Und das mit dem Mädchen, das macht er ja selber. Also das ergibt sich einfach aus dieser Figurenkonstellation, die ich am Anfang im Kopf hatte. Ne? Dieses Bild mit den zwei Charakteren, die hatte ich als erstes im Kopf und um die muss es gehen. Also ja, das ist eine Geschichte, die von diesem Bild, von diesen beiden Personen ausgeht.